Drei Tage nach dem tödlichen Messerangriff in Solingen hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Tatort besucht und dort auch mit Einsatzkräften gesprochen. Dessen erste Station war aber das Rathaus von Solingen, wo er von Oberbürgermeister Kurzbach, aber auch von NRWs Ministerpräsident Hendrik Wüst sowie dem Innenminister Herbert Reul empfangen wurde. Zudem gab es ein Gedenken an die Opfer am Ort des Anschlags. Scholz kündigte eine Verschärfung des Waffenrechts an. Das hatte zuvor die Opposition von der Bundesregierung gefordert. Scholz bezeichnete die Messerattacke als furchtbares Verbrechen. Ich will für mich und auch für das ganze Land sagen, wir empfinden zutiefst, was für ein furchtbares Verbrechen das ist. Das bewegt uns alle und das wird keinem von uns aus den Köpfen gehen. Auch mir nicht, das werden wir nicht vergessen. Und deshalb will ich im Hinblick auf den Täter klar sagen, dass ich wütend bin und zornig auf diese Tat. Sie muss schnell und hart bestraft werden. Und ich möchte darüber sprechen mit Dirk Wiese von der SPD, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne, ich grüße Sie. Ja, die Opposition hat schon von Lippenbekenntnissen gesprochen. Nach dem Tod des Polizisten Rufen L. in Mannheim hieß es ja schon einmal, jetzt muss was passieren. Nun sind wieder Menschen durch Messergewalt gestorben und der Täter soll ein Flüchtling gewesen sein, der schon längst hätte nicht mehr hier in Deutschland sein sollen. Was muss also noch passieren? Warum gibt es keine Sofortmaßnahmen? Und was heißt es, wenn der Kanzler jetzt von einer umgehenden Reform des Waffenrechts spricht? Es ist vollkommen richtig, dass der Bundeskanzler heute in Solingen übrigens gemeinsam mit der NRW-Landesregierung vor Ort gewesen ist und nochmal sehr klargestellt hat, dass wir im Bereich Waffenrecht zu Verschärfungen kommen müssen. Aber ich will eine Sache auch sehr deutlich sagen. Eine Verschärfung des Waffenrechts alleine wird nicht ausreichen. Ich glaube, es ist wichtig zu fragen, ob unsere Dienste ausreichend Befugnisse haben, um solche Terrortaten insbesondere im islamistischen Milieu auch frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen und Monaten, wenn ich das sagen darf, ist es gelungen, frühzeitig islamistische Anschlagsplanungen zu stoppen. Ich erinnere unter anderem die Anschlagsplanungen auf den Leverkusener Weihnachtsmarkt. Das ist aber tatsächlich nur gelungen, weil wir Hinweise von ausländischen Diensten bekommen haben. Und das ist aus meiner Sicht nicht hinnehmbar. Darum müssen wir auch die Frage der ausreichenden Befugnisse in den Mittelpunkt der jetzigen Diskussion richten. Und eins will ich auch sagen. Gesetzesverschärfungen, ja, sie sind sinnvoll, sie können zielführend sein. Wenn aber wie jetzt, wie es sich andeutet, Fehler trotz bestehender harter Gesetze in NRW möglicherweise vorgekommen sind, und hier sind noch Fragen zu beantworten, es ist auch gut, dass der NRW-Landtag jetzt in dieser Woche zu Sondersitzungen einberufen hat, weil die Abschiebung nicht durchgeführt worden ist in Nordrhein-Westfalen, dann helfen auch die schärfsten Gesetze nicht, wenn Fehler letztendlich vor Ort passieren. Sie sprechen gerade etwas an, was viele Menschen besonders schockiert hat. Es soll nur ein einziges Mal bei dem Syrer geklingelt worden sein. Er war nicht da, er ist untergetaucht und dann durfte er in Deutschland bleiben. Sicherlich muss man sagen, kein Einzelfall. Da auch haben wir jetzt gerade gehört, das Dublin-Abkommen soll mit einer Taskforce noch mal angeschaut werden. Übersetzt fühlt sich das so an, als würde es bedeuten, erstmal passiert wieder nichts. Das ist ja kein Problem, dass es nur Nordrhein-Westfalen gibt. Nein, ich will da eindeutig sagen, wir haben auf der Bundesregierung schon vor Wochen die Maßnahmen im Bereich der Abschiebungen verschärft. Wir haben eindeutig gesagt, dass es nicht sein kann, dass Personen nicht aufgegriffen werden können. Und darum haben wir den Abschiebegewahrsam auf 28 Tage auch verlängert. Wir haben hier an den Bereichen schon reagiert. Aber nochmal, in diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich so gewesen. Wie gesagt, die Ermittlungen laufen noch, dass Bulgarien einer Überstellung nach Bulgarien ja zugestimmt hat. Und jetzt muss gefragt werden, warum konnte der Täter in Nordrhein-Westfalen nicht aufgegriffen werden? Was ist da möglicherweise schiefgelaufen? Diese Fragen müssen jetzt im nordrhein-westfälischen Landtag beantwortet werden. Denn nur wenn hier lückenlos klar ist, was hier schiefgelaufen ist, dann können wir auch gemeinsam Bund und Land daran arbeiten, diese Fehlerquellen auch abzustellen. Das will ich nochmal deutlich sagen. Aber nochmal, diese Fragen müssen jetzt in Düsseldorf beantwortet werden. Das klingt bei Ihnen so, als würde man aus Solingen lernen. Die SPD-Co-Chefin Saskia Esken, die sagte aber gestern, man könne von Solingen nicht viel lernen. Was soll das heißen? Ich glaube schon, dass wir sehr genau nach Solingen schauen müssen. Und ich habe das gerade angesprochen. Wir müssen im Bereich des Waffenrechts, insbesondere auch der Messer, sehr dringend Handlung auch zeigen. Wir hätten das gerne schon früher gemacht. Ich will das auch sagen. Ich bin ja auch unzufrieden. Ich bin ja auch wütend, weil immer wieder unser Koalitionspartner, die FDP, Marco Buschmann, Verschärfungen blockiert hat, Diskussionen darüber abgelehnt hat. Wir können Messerverbotszonen ausweisen. Wir können
Trageverbote, gerade für Intensivtäter, aussprechen. Es gibt hier unterschiedliche Instrumente, die wir gerade insbesondere mit den Polizeigewerkschaften auf den Weg bringen sollten, in enger Abstimmung, weil sie natürlich auch kontrolliert werden müssen. Hier muss man ansetzen. Nochmal, wir brauchen dann auch die Befugnisse für die Sicherheitsdienste, dass sie frühzeitig terroristische Anschlagsplanungen aufdecken müssen. Wir müssen uns das islamistische Milieu sehr genau anschauen, aus diesem islamistischen Milieu heraus. Wie rekrutieren sich diese Täter? Warum werden sie anfällig? Auch das muss geklärt werden. Und ich will auch eins sehr deutlich machen. Ja, wir müssen auch dann diejenigen, die sich nicht an Recht und Ordnung halten, hier in diesem Land auch nach Afghanistan und nach Syrien abschieben. Daran wird dran gearbeitet. Das ist nicht ganz einfach. Aber nochmal, das ist dringend erforderlich. Sie sprechen es an, sie sollen dorthin wieder abgeschoben werden. Friedrich Merz, der Oppositionsführer, geht einen Schritt weiter. Er will einen Aufnahmestopp von Menschen aus Syrien und Afghanistan. Was sagen Sie dazu? Wir haben Menschen aus Syrien bei uns in Deutschland aufgenommen. Die sind vor dem Terror des IS hier hingeflüchtet worden. Da sind Frauen, Kinder, die vergewaltigt worden sind, die hier Schutz bekommen haben. Ich kann nur warnen, diese Debatte in dieser Art und Weise zu führen. Ich kann verstehen, dass Herr Friedrich Merz auf populistische Stimmenfang vielleicht geht im Hinblick auf die Landtagswahlen am Sonntag. Aber wir sind auch ein humanitärer Rechtsstaat. Und Menschen, die vor Terror fliehen, vor den Taliban, vor dem IS, vor dem ISPK und die Schutz bedürfen, gerade Frauen und Kinder und diejenigen, die sonst in den Folterkellern des Assad-Regimes landen würden, die haben auch einen Schutzanspruch. Und diejenigen, die keinen Schutzanspruch haben, die müssen wir herausfiltern, die haben auch kein Bleiberecht. Aber dieses generelle Verbot, das geht tatsächlich an die Grundfesten dessen, was eigentlich auch wir als Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt haben, dass wir Menschen, die verfolgt werden, denen auch einen Schutzstatus geben. Von daher, ich kann vor so einem Zungenschlag in der Debatte nur warnen. Dirk Wiese, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Und harte Konsequenzen werden also gefordert. Wir werden genau beobachten, wie schnell diese kommen. Danke. Vielen Dank. Wiedersehen.